herzlich begrüßen hier in Dresden im Inside Hotel zu unserer letzten Optionshandelswoche. Die letzte Optionshandelswoche in 2016. Wir haben jetzt, ich habe extra nochmal nachgeschaut gestern Abend, insgesamt jetzt 17 Mal so eine Veranstaltung durchgeführt. Das heißt, von einer gewissen Tradition kann man da jetzt auch sprechen. Wir haben immer nur im Jahr zwei, maximal drei solche Veranstaltungen gemacht und sie sind zum vorletzten Mal dabei auf so einer Optionshandelswoche, denn es wird tatsächlich noch mal eine geben nächstes Jahr im März und danach wird es keine Optionshandelswoche erstmal geben. Das sind einfach, wir haben ein paar andere Dinge geplant, wie wir das machen wollen und deswegen das vorletzte Mal sind sie noch dabei. Also wieder eine ganz seltene Ausgabe. Und ich hoffe aber natürlich, dass ich ihre Erwartungen, ihre Wünsche natürlich auch werde erfüllen können in dieser Woche. Ich freue mich, dass Sie alle teilweise auch von sehr weit angereist sind. Und deswegen möchte ich gleich von Beginn an Ihnen so ein bisschen zeigen, was ist denn die Erwartungshaltung, die wir mit dem Verkauf von Optionen, mit dem Handel von Optionen an den Markt legen. Weil es ist ja jetzt schon ein Unterschied, ob ich sage, naja, ich glaube, ich kann 5% im Jahr mit dem Verkauf von Optionen erzielen. Oder ob ich sage, ich kann, nehmen wir mal eine dreistellige Zahl, ich kann hier 100% im Jahr Renditen erzielen. Dass wir heutzutage alle etwas mehr erreichen wollen, als was uns der Zinsmarkt bietet, das ist, glaube ich, klar. Viele Banken, gerade die Schweizer Banken ja auch, Banken teilweise auch in Deutschland, fangen ja schon an, negative Zinsen zu bezahlen. Das heißt, den Zinsmarkt sollten wir definitiv schlagen. Also das sollte unser Ziel sein. Wobei ja nachgewiesenermaßen bei einem Strafzins von 1% 90% aller Trader froh sein könnten, wenn sie wenigstens nur diese 1% Strafzinsen im Jahr auf ihr Konto hätten und nicht noch mehr Verluste. Aber unser Anspruch soll, wie gesagt, etwas größer sein. Und viele sagen ja immer, ich möchte den Markt schlagen. Das ist so dieser, ne, dieser, ich möchte den Markt schlagen, das soll auf jeden Fall rauskommen. Dann ist immer so die Rede vom Aktienmarkt. Und ganz kurze Frage, Aktienmarktentwicklung, was ist das so im Jahr ungefähr? Was glauben Sie so Pi mal Daumen, was kommt da in etwa raus 7%, über die Sicht? 7%. Also 7 und 10, sowas. 7-8%, ne? 7-8%, das ist so der Schnitt. Die amerikanischen Märkte sind etwas besser, die liegen so bei 8,5%, der DAX liegt etwa so bei 7%, setzt sich ungefähr zur Hälfte aus Wertentwicklung, zur Hälfte aus Dividenden zusammen. Und ja, wenn man eben 7% im Jahr erwirtschaftet, dann bedeutet das, man verdoppelt sein Konto innerhalb von 10 Jahren. Was ist jetzt realistisch? Was kann man wirklich mit dem Verkauf von Optionen erzielen? Ich will einfach ein paar reelle Beispiele zeigen. Weil eins ist mir ganz wichtig, dass wir auch hier in dieser Woche, wenn wir über etwas reden, dass wir immer über reale Ergebnisse reden. Dass wir nicht über Theorie reden, nicht hätte, könnte, sollte, dürfte, sondern dass wir sagen, das ist das, was tatsächlich an den Märkten machbar ist. Wir machen alles, was wir handeln werden, werden wir auf realen Konten handeln. Ich werde unsere realen Konten zeigen, kleine Konten, große Konten, alles reale Positionen, weil ich glaube, nur so können wir auch fair miteinander arbeiten. Hier von der Optionshandelswoche in Dresden und das hier, das sind die Erwartungen unserer Teilnehmer, die wir haben. Also, wir haben uns gerade gegenseitig ein bisschen vorgestellt, haben also gefragt, was hat denn jeder für eine Erwartungshaltung, was erwartet er denn jetzt von diesem Seminar? Und da sind ganz spannende Dinge herausgekommen, nämlich eigentlich, dass man sagt, okay, regelmäßiges Einkommen, ne? Das ist so eine Erwartungshaltung. Dann hier Sicherheit, dass man seine eigenen Trades finden kann, dass man nicht darauf angewiesen ist, jetzt immer irgendwo einen Signaldienst zu haben. Dann, was haben wir noch? Das Handwerk lernen, ne? Selber entscheiden. Wie nimmt man Gewinne mit? Wie kontrolliert man seine Emotionen? Also, es wird eine ganz, ganz spannende Woche. Ich freue mich sehr. Ganz super Teilnehmerfeld wieder. Also, das ist das, warum ich das wirklich auch so gerne mache, weil ganz, ganz spannende Teilnehmer sind dabei aus ganz unterschiedlichen Berufen. Diesmal alle aus Deutschland und einer aus der Schweiz. Ja, wie gesagt, das nächste Mal ja dann erst im März für alle, die nicht live dabei sein können diesmal. Also, letzte Chance. Nächstes Jahr im März. Und ja, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann geht's weiter.
In den letzten Optionshandelswochen haben wir das immer hinten rangestellt. Diesmal habe ich es ganz bewusst nach vorn genommen. Und zwar auch ein wenig aus den Rückmeldungen unserer Teilnehmer. Nämlich das Thema Broker TWS. Ja, ich hatte den Lenz ja schon dreimal live erlebt hier bei uns im Traderstammtisch in Dresden und wollte für mich eigentlich nur mal wissen, ist denn das was für mich, dieser Optionshandel für meine Handelsmethodik? Ich kann auch darauf sagen, ja, ich werde jetzt auch weitermachen. Ich werde mich wahrscheinlich dann am Wochenende vielleicht noch anmelden für das Coaching und ich denke, ich werde da jetzt auch einsteigen. Also schönen Dank erstmal an Jens. Für die Woche war wirklich super, weil es genau das erfüllt worden, was ich mir erwartet hatte. Ich hatte gehofft, dass ich Werkzeuge in die Hand bekomme, mit dem ich lerne, mein Geld sinnvoll zu investieren. Ich glaube, dass Jens ein wirklich sehr guter Dozent ist, also aufgrund seiner Erfahrung. Ich habe das Seminar besucht, um die Grundlagen des Optionshandels möglichst konzentriert zu erlernen. Da muss ich sagen, ich denke, das hat funktioniert. Für mich, zum Jens Rabe selber, als Mensch sehr sympathisch und als Coach ebenso. Ich habe ja die Stufe 2 gebucht, da geht es ja am Montag los und dann schauen wir mal, was rauskommt. Option war für mich ja früher, wie für wahrscheinlich für 99,9% der Deutschen besonders, wahrscheinlich aller Menschen, Spekulationswerkzeuge. Ich bin seit 3 Jahren im Börsenbrief dabei, ich bekomme den Börsenbrief, habe nie gehandelt und fühle mich jetzt praktisch fähig. Jeder Pfennig von dem investierten Geld was wert. Also nochmal schönen Dank. Du hast das meiste schon gehört. Ich brauche da nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Glück damit und wie spricht man mit den Gladiatoren? Was haben die immer gesagt? Die Optionsgeweihten grüßen dich. Das war wirklich eine, ich habe es schon gesagt, eine ganz tolle Woche. Wirklich jeder einzelne von euch ein ganz toller Teilnehmer. Wir haben diese vielen kleinen Gespräche auch, die wir mal in der Pause geführt haben, mal abends in der Bar oder sonst irgendwas. Das war wirklich auch sehr angenehm für mich. Das ist der Grund, warum ich das auch tue. Und ich wünsche euch persönlich, dass ihr das, was ihr hier in der Woche für euch mitgenommen habt, dass ihr das anwenden könnt, dass ihr für euch einen Weg findet, diesen ganzen Optionshandel für euch auch persönlich zu nutzen. Macht einfach den ersten Schritt, wenn ich euch helfen kann dabei, jederzeit gerne. Ich komme immer so ein bisschen vor, oder ich möchte das auch sein, so wie eine Art Bademeister. Das heißt, wir haben jetzt am Beckenrand geübt, wie man schwimmt. Ihr lagt auf dem Fliesen und habt jetzt schon mal so ein bisschen losgeschwommen. Ne? Und der nächste Schritt ist jetzt ganz einfach, dass ihr in das Wasser reinspringt und dass ihr eure ersten Schwimmversuche macht. Habt keine Angst, ich laufe nebenher und solltet ihr untergehen, springe ich rein und rette euch. Also ihr müsst bloß nass werden, also das kann ich euch nicht abnehmen. Danke euch allen, gute Heimfahrt. Ciao.